do with a boy like you? Like you? What do I do with you? What do I do with a boy like you? So, wo gehe ich denn da hin am besten? In die Stadt, in die Gasse. Ach, ich komme hier manchmal immer nicht so richtig zurecht. Ich ging in ein Spielzeuggeschäft. Es gab dort alle Arten von Spielzeug in allen möglichen Farben. Ich sah mich eine Weile um, bis ich es schließlich das perfekte Geschenk fand. Ich kaufte ein kleines Nilpferd aus Plüsch mit großen Ohren, in denen man hineinbeißen und an denen man ziehen konnte. Ha, ich bin sicher, das wird Tosa gefallen. $15 bezahlen. Ja, Alter, leck mich doch um. Perfekt. Ach, klar. Und Rosalie wohnt gleich hier nebenan. Hey! Ich versuchte, das Stofftier so gut es ging hinter meinen Rücken zu verstecken. Oh mein Gott. Oh, das ist ja mal eine hübsche Wohnung. Oh mein Gott, und hier klar, wir brauchen keine Schränke. Wenn wir mal was anziehen wollen, ist gleich hier alles. Oh mein Gott, ist das für mich? Nein, das ist für dein Baby. Danke, das ist wirklich lieb von dir. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Gern geschehen. Ich stellte das Nilpferd auf den kleinen Tisch im Flur. Willkommen in unserer Wohnung. Wow, wirklich toll. Wieso hatte ich eigentlich bisher nie die Gelegenheit, deine Wohnung zu sehen? Na, du hast bisher nie wirklich darauf bestanden und ich habe dich nie eingeladen, weil wir in den letzten Wochen ziemlich wenig Zeit hatten, ums Putzen und Aufräumen zu kümmern. Ich hatte schon fast vergessen, dass unter meinen ganzen Klamotten auch noch Möbel versteckt sind. Ja, Kleiderschränke hinter den ganzen Klamotten wahrscheinlich. Haha, ich kann mir gut vorstellen, dass ich bei deinem Kleiderschrank und bei dem von Len nicht mehr viel Platz bleibt. Da hast du recht. Soll ich dich rumführen? Gerne. Das ist das Wohnzimmer, das wir mit dem Messer... Was? Mit dem Messanin in ein kleines Schlafzimmer umgewandelt haben. Außerdem haben wir dort noch ein Badezimmer und ein zusätzliches Schlafzimmer. Ein zusätzliches Zimmer? War das schon für... Ich denke, ich senkte die Stimme. Für das Baby vorgesehen? Es ist das alte Zimmer von Lysander. Ach, ist das die Wohnung von Lay noch? Ja, genau. Er hat dort geschlafen, wenn er hier vorbeikam. Am Anfang war das öfter der Fall, aber jetzt sehen wir ihn kaum noch. Warum kommt er nicht mehr her? Ich glaube, ihm gefällt einfach das, was er jetzt macht. Anfangs meldet er sich regelmäßig bei uns und dann plötzlich gar nicht mehr. Wahrscheinlich ist er die ganze Zeit beschäftigt und vergisst einfach anzurufen. Haha, das ist typisch Lysander. Lysander, ich vermisse den so. Ja, ich freue mich, dass er sich dort wohlfühlt. Genau das habe ich ihm gewünscht. In deinem Käfig so schlimm? Allerdings. Wenn du möchtest, können wir schon mal etwas trinken und ein paar Cocktailtomaten essen. Ich weiß nicht, wo Alexi steckt, aber er kommt sicher gleich. Wir stellten Gläser und Getränke auf den Tisch und holten die letzten Bleche mit Essen auf den Ofen. Oh, das hast du alles gemacht? Wir sind doch nur drei. Ich sah auf ihren Bauch. Das heißt jetzt vier. Ja, ich weiß. Ich habe ein bisschen übertrieben. Aber ich hatte plötzlich Lust, alle Gerichte aus meinem Kochbuch auszuprobieren. Und es fiel mir echt schwer, mich zu bremsen. Aber vielleicht kommt Lay später auch noch dazu. Super, wir setzten uns nebeneinander an den Tisch und begannen, das rohe Gemüse mit Dip zu knabbern. Und hast du bisher keine Probleme mit Übelkeit? Und bist du glücklich? Als ich es erfahren habe, war ich zuerst völlig panisch. Für mich schien meine Welt zusammenzubrechen. Ich fragte mich, wie ich mein Studium schaffen sollte, ob ich bereit für ein Kind wäre, wie ich ihr reagieren würde, was die Leute an der Uni sagen würden. Aber wie du siehst, ist alles gut und wir freuen uns sehr für dich. Ich weiß, mittlerweile weiß ich das und ich bin sehr glücklich. Ich habe das Gefühl, dass alles andere unwichtig geworden ist. Ich kann an nichts anderes mehr denken, selbst wenn ich es versuche. Ich nahm Rosalias Hand und drückte sie. Und
du glücklich bist, dann hast du die richtige Entscheidung getroffen. Da bin ich mir sicher, Rosa. Sie umarmte mich und küsste mich auf die Wange. Du bist genau im Moment zurückzukommen, wo ich dich am meisten brauche, wenn das kein Zeichen des Schicksals ist. Ding dong! Rosalia stand auf, um Alexi die Tür zu öffnen. Der war bepackt mit Geschenken. Es ist Weihnachten. Ach, Alexi. Oh je, Alexi, du hast ja alle Läden in der Stadt leer gekauft. Nein, es sind nur 36 Geschenke. 37, wenn ich das für dich mitzähle, Lucy. Er warf mir ein T-Shirt zu. Als ich auf einen auseinanderfaltete, sah ich darauf Team Baby gedruckt. Team Baby? Team Baby? Und du glaubst, das ziehe ich an der Uni an? Ein bisschen Unterstützung, wenn ich bitten darf. Er ist verrückt. Oh mein Gott, Alexi, du bist ja völlig durchgedreht. Wo soll ich das denn alles hin tun? Wenn du nicht mal Platz für ein paar Geschenke hast, wo soll denn das Baby hin? Wir brachen alle in drei Gelächter aus. Alexi setzte sich zwischen uns und wir sahen Rosalie beim Auspacken der Geschenke zu. Boah, Alter, das ist ein bisschen schon übertrieben. Ich möchte, dass du das hier zuerst öffnest. An dem hänge ich besonders. Rosa machte das Päckchen auf. Darin war ein Baby-Buddy mit dem Aufdruck I love my uncle. Rosalia richtete sich lachend auf und gab Alexi einen Kuss auf die Wange. Oh, bitte, 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 wenn jemand hier sowas macht wie Meme zeichnen, bitte. Einmal so diesen Blick, wie Alexi ihr diesen Buddy schenkt. I love my Onkel. Und wenn dann bitte das nächste Bild so, dass das Baby dann schon dieses Ding auf hat und Lysander daneben steht mit so einer einzelnen Freudenträne, die da runterläuft aus seiner Wange. Und dieses Bild habe ich gerade so im Kopf. Rosalie richtete sich lachend auf und gab Alexi einen Kuss auf die Wange. Sie packte weiter die Geschenke aus, während wir aßen. Es war wirklich von allen etwas dabei. Haarbänder, eine Weihnachtsmannsmütze für Babys, ein Feenkostüm, Flächen in allen Farben, eine Krawatte mit Ananasmuster. Bei jedem Geschenk, das Rosalia auspackte, mussten wir noch mehr lachen. Es dauerte über eine Stunde, bis wir alle Päckchen geöffnet hatten. Plötzlich hörten wir das Klicken eines Schlüssels im Türschloss. Hallo, wow, was ist denn hier los? Das ist für dich, Papa. Rosa hatte vor Lachen Tränen in den Augen und ich spuckte beinahe des letzten Schluck Saft wieder in mein Glas. Laser Rosa zärtlich an. Er beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie aufs Haar. Es war nur ein Kuss, aber ich wandte verlegt den Blick ab. Man spürte, dass die beiden eine ganz besondere Energie verband. Alexi ist verrückt geworden. Er hat all das für unser Baby gekauft. Jetzt hat unser Baby schon mehr Kleidungsstücke als wir beide zusammen. Und das war wirklich was heißen. Übrigens, Alexi und Lucy, ich habe es euch noch gar nicht gesagt. Rosa warte plötzlich ganz ernst. Wir sahen sie an. Sie holte ein gefaltenes Blatt Papier aus ihrer Handtasche. Bis jetzt war es eigentlich nur eine Vermutung, aber die Blutprobe hat es bestätigt. Ich bin tatsächlich in der dritten Woche schwanger. Sie stießen Freudenschreie aus. Es war, als hätte sie uns die Schwangerschaft noch einmal angekündigt. Nach so einem langen Arbeitstag werde ich heute Abend bei eurer kleinen Party wohl nicht besonders lange durchhalten. Komm schon, ey, wir haben doch gerade erst angefangen. Aber was haltet ihr davon, wenn wir das Wochenende feiern? Ich dachte an den Surfwettbewerb von den Ansprachen. Ich wäre schon gern dorthin gegangen. Am Wochenende kann ich leider nicht. Habt ihr vielleicht Lust, das Ganze beim Surfwettbewerb zu feiern? Genau, das wollte ich auch vorschlagen. Habt ihr Lust, dort zu viert hinzufahren? Ja, das wird genial. Das ist eine super Idee, Lay. Perfekt. Vorher muss ich aber noch einen passenden Bikini finden. Ich glaube, ich habe keinen mehr im Schrank. Wir könnten uns morgen im Laden treffen. Lay hat gerade eine echt süße Kollektion reinbekommen und dann fahren wir zusammen zum Strand. Perfekt. Als ich Lay ausgiebig gehen sah, wusste ich, dass es Zeit für uns war, zu gehen. Komm, Alexi, wir gehen. Jetzt schon? Nein. Doch, Alexi, komm. Die beiden sehen sich neben der Uni und Lays Job auch schon so nicht besonders oft. Also lassen wir ihn jetzt am Abend wenigstens ihre Zweisamkeit. Ja, Alexi, Lay und ich haben noch ein paar Dinge zu besprechen. Ach, so nennt ihr das. Wenn das so ist, dann habe ich mit morgen auch ein paar Dinge zu besprechen.
Haha, los, komm! Ich griff nach Alexis Hand und umarmte Rosa und verabschiedete mich von Lay. Ach, Lay, dir übrigens auch herzlichen Glückwunsch. Oh, danke, Lucy. Alexi und ich verließen die Wohnung. Ah, hübsche Wohnung. Übernehme ich gleich. Da wollen wir unser altes Haus. Ich komme langsam richtig, nein. Ja, das ist so typisch ich. Ist dir klar, dass wir jetzt allmählich erwachsen werden? Oh, sag das nicht so laut. Wir sollten nicht so laut reden, Alexi. Es könnte uns noch jemand hören. Oh ja, entschuldige, aber trotzdem, wie sollen wir das machen? Ich weiß nicht, wie man sich um so etwas kümmert. Du musst dich doch auch nicht darum kümmern, keine Sorge. Hoppala. Aber wenn morgen auch ein Baby will... Ich glaube, damit habt ihr noch ein bisschen Zeit. Und jetzt komm, du hast noch ein bisschen zu viel Kindersekt getrunken. Wenn morgen was will. Unauffällig drückte Alexi meine Hand und wandte den Blick dabei nicht von morgen ab. Ich bin mit ein paar Freunden weggegangen. Entschuldige, dass ich dich nicht auf deine SMS geantwortet habe. Du hast mir gefehlt. Nicht so schlimm. Ich war heute Abend auch weg. Hallo, morgen. Hallo, entschuldige. Wie unhöflich von mir. Wie geht es dir? Danke, gut. Und Alexi ließ abrupt meine Hand los. Wenn du möchtest, könnten wir den Abend zu zweit fortsetzen. Ich habe Lust, dich zu küssen. Ich wurde sofort rot. Ich konnte die Hitze für mich spüren, die von Alexi ausging. Wenn man die sexuelle Spannung sehen könnte, dann stünde ich jetzt mittendrin. Dann mach's doch. Alexi fiel morgen um den Hals und die beiden begannen sich leidenschaftlich zu küssen. Ich fühlte mich leicht überflüssig. Gut, ich geh dann mal. Alexi, kommst du trotzdem mit oder nicht? unterbrechen wir die beiden. Alexi sah mich an und hörte auf, morgen zu küssen. Nein, ich hab dir doch gesagt, morgen und ich haben einiges zu besprechen. Haha, okay, verstehe. Dann lasse ich euch mal allein. Schönen Abend. Tut mir leid, dass ich ihn dir wegschnappe. Du bekommst ihn morgen gesund und munter zurück. Am liebsten würde ich die ganze Woche mit dir im Bett verbringen. Okay, jetzt gehe ich aber wirklich. Einen schönen Abend, Jungs. Ich ging allein in Richtung Uni. Ich weiß, dass wir alle zu Beginn eine Beziehung ein bisschen verrückt sind, aber die Situation war etwas unangenehm. Als ich daran dachte, musste ich trotzdem lächeln. Es ist das erste Mal, dass ich Alexi mit einem festen Freund sehe. Er wirkt so verliebt. Ich freue mich für die beiden. Die beiden passen wirklich gut zusammen. Ich habe mal gehört, dass das Tantchen hier im Klo hockt. Dünnpfiff, nein. Hallo, meine kleines Vögelchen. Tantchen, warum versteckst du dich in den Toiletten? Ich verstecke mich doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Ich bin hier, um mein Accessoire fürs Wochenende zu testen. Für dieses Wochenende kommst du auch zum Surfwettbewerb? Natürlich, das würde ich um nichts in der Welt verpassen. Ich muss unbedingt sicher gehen, dass meine Schwimmringe keine Löcher haben. Und das machst du auf den Unitoiletten. Ja, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich kann nicht alle meine 30 Schwimmringe mit den Strand nehmen. Ich schenke dir ein, wenn du möchtest. Wirklich? Pass bitte gut auf. Flammo auf. Du wirst mir fehlen, mein kleines Entchen. Das ist keine Ende, das ist... Ich hänge sehr an ihn. Also pass gut darauf auf. Und jetzt geh, bevor ich jetzt mir noch anders überlege. Okay, Tantchen, danke. Schlaf gut, mein kleiner Kukan. Was? Ein Kukan? Wir haben Schwimmring haben wir. Das ist ein Flamingo. Ist das so? Ach, Tantchen, ich behalte es einfach mal. So. Ich ging in mein Zimmer. Ilin war nicht mehr da. Ich fragte mich, wo sie wo ihre Nächte verbringt. Letztendlich sehe ich sie nicht besonders oft in ihrem Zimmer. Ich zog mich aus und legte mich lächelnd ins Bett. Wahrscheinlich genoss Alexi und morgen gerade den Abend zu zweit. Manchmal beneide ich sie. Ich hätte auch gerne jemanden, mit dem ich meine Abend verbringen könnte. Seit Nefanny hatte ich keine längere Beziehung mehr. In meiner ehemaligen Uni war ich zwar mit ein paar Jungs zusammen, aha.
Aber das hat immer nur ein paar Monate gehalten. Während ich daran dachte, schloss ich die Augen und schlief ein. In der Nacht träumte ich von Nathaniel. Er schien verletzt zu sein, aber ich schaffte es nicht, zu ihm zu gelangen. Es war, als ginge ich über Treibsand. Er lag reglos auf der Seite. Bevor es mir gelang, ihn zu erreichen, erfasste mich eine Welle und drückte mich unter Wasser. Als ich an den Traum zurückdachte, lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich stand schnell auf und versuchte mich währenddessen an die Details meines Traums zu erinnern, aber je mehr ich mich darauf konzentrierte, desto verschwommener würden die Bilder. Schließlich ging ich zu meinem Soziologiekurs und anschließend zur Vorlesung über unser kulturelles und geografisches Erbe. Beides waren nicht wirklich meine Lieblingsfächer. Hast du überhaupt ein Lieblingsfach? Der Tag kam mir endlos vor. Unter den Studenten herrschte beinahe Ferienstimmung und das machte es nicht wirklich leichter. Ich habe den Eindruck, fast alle haben vor, zum Surfwettbewerb und der anschließenden Party morgen zu kommen. Das wird sicher voll. Ich ordnete meine Notizen und ging dann schnell schlafen. Morgen ist Samstag, da will ich ausgeruht sein, um den Tag zu genießen. Los, aufstehen! Was? Du musst mir helfen, meine Badehose auszusuchen, kommst du? Es ist 10 Uhr. Hast du etwa vergessen, den Wecker zu stellen? Alexi? Hat dir noch niemand gesagt, dass du abends deine Tür abschließen sollst? Hier kannst du sonst einfach wieder reinkommen. Und du kommst einfach in mein Zimmer, ohne anzuklopfen. Ist morgen gar nicht bei dir? Nein, ich habe ihn heute Morgen ausschlafen lassen. Außerdem hatten wir ihm ausgemacht, nur zu viert ans Meer zu fahren. Sonst fühlst du dich nachher noch wie das fünfte Rad am Wagen. So wie am Donnerstagabend, als ich dich zurück zum Campus begleitet habe? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Du hast mich hängen lassen wie eine alte Socke. Oh, entschuldige, das kommt nicht wieder vor. Na, das wollen wir erst noch sehen. Gut, ich packe meine Sachen zusammen und ich komme. Ich warte auf den Hof, beeil dich. Hier bin ich. Ah, endlich. Ich dachte schon, du würdest gar nicht mehr auftauchen. Du hast mich ja auch ziemlich überrumpelt. Ich musste erstmal richtig wach werden, aber jetzt bin ich es. Ja, lass uns gehen. Ich liebe deine gute Laune. Wie nehme ich eigentlich schon auf? Sehe ich nicht. Toll. Egal. Gleich verlaufe ich mich wieder. Ich sehe es schon kommen. Sehr gut, das seid ihr ja. Ich musste Lucy mit einer Trompete aus dem Bett holen. Hey, schon gut, ich hatte bloß vergessen, mir den Wecker zu stellen. Der Laden bleibt heute ausnahmsweise geschlossen. Ihr habt also die Gelegenheit zu einer privaten Shoppingrunde. Und dann nehmen wir den Bus ans Meer. Los geht's. Alexi stieß einen Freudenschrei aus und stürzte sich auf die Regale. Ich brauchte nicht lange, um etwas Passendes zu finden. Was? Ich hoffe, das ist ein Bug. Was? Also bitte. Da gehe ich doch mal bitte, kannst mich kurz informieren, weil ich tippe da jetzt nicht einfach mal. So, ich habe mich jetzt nochmal schlau gemacht. Währenddessen habe ich jetzt auch den ersten Part schon zum Speichern gebracht. Also ich finde es schon assi, dass es hier mal wieder nur in der deutschen Version hier nur Outfit aussuchen steht. Ja, im anderen ist halt quasi, in Englisch zum Beispiel, da steht auch, was hier für ein Outfit beschrieben ist. Und ja, ich probiere es jetzt mal mit A. Wunderbar, wunderbar. Nämlich den hier brauche ich. Ja, habe ich das jetzt angezogen? Ja. Ein Augenblick. Ich bin soweit. Ah, okay, und noch ein Outfit für den Nachmittag. Ich habe mich gerade umgezogen, Leute. Wirklich. Das ist doch so was. Naja, ich lasse es jetzt so. Eine sehr gute Wahl. Dann lasst uns gehen. So. wo muss ich denn jetzt hin? An der Bushaltestelle erwarten schon mehr als 20 Personen. Das wird sicher sehr lustig. Der Bus kam an alle... was? Der Bus kam und alle stiegen ein. Auf geht's zum Strand. $5 zahlen. Oho. Wow, das ist nicht mehr derselbe Strand wie früher.
Nein, hier ist wirklich etwas paradiesisch. Du wirst sehen. Klar. Komm, lass uns erst etwas trinken gehen. Mhm. Strandrecken, Strandkosi, Strandbar, Strandkosi. Ah, okay, hier kommen die Hippies her. Mit Spaß. Ja, im Glück, es sind noch nicht allzu viele Leute da. Warte, ich will das Bild. Happy! Feel good, Twins, yeah. Wir haben Glück, es sind noch nicht allzu viele Leute da. Ja, der anderen sehen sich gerade alle den Surfwettbewerb an. Der findet am Morgen statt, weil die Wellen da höher sind. Sieht aus, als würdest du dich da gut mit den Surfen auskennen. Du meinst dein Ex? Wie es aussieht, hat dir damals so einiges verschwiegen. Sagen wir, ich hatte letzten Sommer meinen Spaß. Und er hieß nicht zufällig dich. Jetzt machst du mich aber neugierig. Nein, aber deinen Blick nachts so, dann bin ich hier nicht der Einzige, der gewisse Surfkenntnisse hat. Ohne Alkohol, dieselbe Strafe für alle. Und ich möchte einen Toast aussprechen. Ein Toast? Du hättest doch sonst nie reden. Was habt ihr beiden uns denn noch anzukündigen? Wollt ihr etwa heiraten? Alexi, lass ihn ausreden. Danke, Lucy. Dank euch beiden, dass ihr die Einladung angenommen habt. Ich bin froh, dass Rosalia entschieden hat, die Neuigkeit mit euch zu teilen. Allein hätte sie sich nicht so gut beruhigen können. Alexi und ich lachten. Rosalias Augen glänzten feucht. Danke, Rosalia, dass du an meiner Seite bist und die Überraschung so gut aufgenommen hast. Ich weiß, ich war in den letzten Monaten oft weg. Ich habe sehr viel gearbeitet, damit der Laden gut läuft und bin viel gereist, um neue Kollektionen einzukaufen und... Roses Augen fühlten sich mit Tränen. Sie rührte sich nicht. Es stimmte, dass wir Lay zu Beginn des Semesters nie getroffen hatten. Ich hätte nicht daran gedacht, dass Rosalia möglicherweise darunter gelitten haben könnte. Ich habe dich angelogen. Immer wenn ich dir gesagt habe, dass ich nach Hause fahre, habe ich in Wirklichkeit jedes Mal einen Umweg gemacht. Was? Ich verstehe nicht. Schon seit ein paar Monaten. Len legte einen Schlüsselbund auf den Tisch zwischen unseren Gläsern. Das blaue Haus 20 Meter vom Strand entfernt, an dem du jedes Mal unbedingt vorbeigehen willst, wenn wir hier sind. Es gehört jetzt dir und dir. Gut. Du hast ein Haus gekauft? Was? Oh mein Gott, nein, das ist nicht wahr, oder doch? Ich glaub's nicht. Rosalia fiel Lay um den Hals. Selbst Alexi musste seine Tränen zurückhalten. Was habt ihr denn? Jetzt reicht es aber allmählich mit den überraschenden Ankündigungen. Noch mehr könnte ich eine Woche nicht ertragen. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Dann wohnt ihr jetzt... dann wohnt ihr ja so weit weg. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Keine Ahnung. Noch sind wir ja nicht umgezogen. Rosalia muss noch zu Ende studieren und ich komme ja auf jeden Fall weiterhin in den Laden. Also, ein paar Arbeiten sind an dem Haus schon noch nötig. Ich denke, der nächste Sommer wäre ein realistischer Zeitpunkt. Wirklich genial, ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Wir stießen mit unseren Pina Coladas an und Lay zeigte uns auf seinen Handy Fotos von dem Haus. Willst du es ansehen gehen? Ja, unbedingt. Ja, lasst uns gehen. Wir sehen uns später. Lay verließ die Bar. Rosalia kam noch einmal zu mir und nahm mich in den Arm. Ich habe den besten Mann gefunden, den man sich nur wünschen kann. Dein Lay ist wirklich ein Schatz und jetzt geh schon und sieh dir das Haus an. Ja, bis gleich. Naja, ich will ja nicht sagen, aber manche haben ihren Pina Colada schon fertig getrunken. Komm, wir gehen eine Runde am Strand spazieren. Ich habe einen coolen Ort mit Kissen am Strand gesehen. Hast du nicht Lust, dorthin zu gehen? Doch, aber erstmal wollte ich mich etwas am Strand ansehen. Komm. Du hast doch irgendwas vor. Nein, los, komm. Was hast du vor, Alexi Baby? Vor allem diese ganz realistischen Gläser und Weinflaschen. Die sind doch 100% bestimmt hier eingefügt, oder? Ja. Alexi, ich wusste es. Ich kenne dich einfach zu gut. Was denn? Was denn? Wieso? Was habe ich denn gemacht?
Ist das da vorne nicht Morgan? Sag mir nicht, er ist rein zufällig hier. Ah, tatsächlich, ja, was für ein Zufall. Ich wusste es gar nicht. Ah, ihr alten Geheimniskrämer. Und ich dachte, wir wären heute nur zu viert. Okay, ich habe ihn eingeladen, aber ich dachte mir, wir bleiben sowieso bis spätabends hier. Und es stört euch sicher nicht, wenn er auch dabei ist. Das war ein Scherz. Schön, dass du gekommen bist, Morgan. Ich freue mich, dich zu sehen. Hallo, ihr zwei. Schön, dich zu sehen, Morgan. Freut mich, dass du gekommen konntest. Ich wollte das hier um keinen Preis verpassen. Laut Alexi wird das die Party des Jahres. Ihr werdet sehen, dass wir das wird echt toll. Man kann tanzen, überall sind Leute und die Surfer sind auch ganz nett anzusehen. Weh, einer der Surfer, was ist dich dir zu näher? Alexi gab Morgan einen Kuss auf den Mund. Wie sieht's aus? Sollen wir schwimmen gehen? Ja, unbedingt. Mist, ich habe meine Badehose vergessen. Ich dachte nicht, dass es so heiß würde. Jun, es ist ja wirklich die gesamte Uni hier. Jun! Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du dich so freuen würdest. Das ist schön. Ehrlich gesagt hätte ich ohne Rosa gar nicht gewusst, dass ein Softwarewettbewerb stattfindet. Neben der Vorlesung und der Arbeit im Café habe ich im Moment nicht viel Zeit für die anderen Dinge. Hat Rosa dich eingeladen? Ja, sie hat oft verstanden, dass ich gegen Mittag herkomme, um euch zu treffen. Alexa zwinkerte mir zu. Sieht so aus, als hätte Rose ihre Kuppler-Tätigkeit wieder aufgenommen. Oh Gott, nein! Gut, wir sehen uns später. Wir gehen eine Runde spazieren und kaufen Donuts. Ein richtig gesundes Mittagessen. Morgan und Alexi gingen weg und ließen mich mit Jun am Strand zurück. Schlägt euch! Alter, wie assi ist denn das? Die beiden sind wirklich wie füreinander bestimmt. Stört es dich nicht, dass Alexi die ganze Zeit bei Morgan und dir im Zimmer ist? Stimmt, und ich bin an der Beziehung nicht ganz unschuldig. Ich glaube, die beiden werden sich so oder so begegnen. Sie sind Seelenverwandte, da bin ich mir sicher. Seelenverwandte? Ja, ich bin überzeugt, dass jeder von uns einen Seelenverwandten hat, der irgendwo auf uns wartet. Wirklich? Und woher weiß man, ob man ihn getroffen hat? Ich mag solche Mythen. Das ist kein Mythos. Ich glaube wirklich daran. Ups. Ich habe Hunger. Hast du Lust, irgendetwas essen zu gehen? Ja, lass uns gehen. Ja. Ja, okay. Ich muss eben ein bisschen runterkommen. Ich meine... Hallo? Wo ist der Old Man mit der, wo ist unser komischer I want you in my shop shoot? Der ist doch sonst um hier vorbeigelaufen. Jung kauft uns Sandwich und Eis, während ich mir erstmal auf der Kiste bequem machte. Jetzt lassen wir es erstmal so richtig gut gehen. Ach ja, wegen Herr Zaidi letztens ich. Lass uns nicht weiter darüber reden, du hast dich schon entschuldigt. Trotzdem wollte ich mich nochmal entschuldigen. Ich habe mich der Person auf dem Campus anvertraut, die mir am nächsten steht, mein Mitbewohner. Aber ich kann verstehen, dass dich das verletzt hat. Was passiert ist, ist passiert. Ja, aber ich hätte meine Worte besser abwägen müssen. Es tut mir wirklich leid. Ich musste einfach darüber reden. Danke, Jun. Wenn es dir leid tut, reicht mir das schon. Wir verweisen einen Moment lang still, während wir unsere Sendung wissen und die vorbeigehenden Leute beobachten. Ich hatte gedacht, du würdest dieses Wochenende dazu nutzen, deine Familie zu besuchen. Du hast erzählt, du versuchst sie zu sehen, so oft du kannst. Und jetzt warst du ja schon mehrere Wochenenden nicht weg. Ich habe daran gedacht, aber dann wollte ich dieses Wochenende mir ehrlich gesagt nicht verpassen. Und du? Erzähl mir doch mal von deiner Familie. Ich weiß nur so wenig über dich. Oh, also wie gesagt, meine Eltern wohnen ein paar Stunden von hier entfernt. Ich bin Einzelkind und habe eine Tante, die ich regelmäßig hier in der Stadt treffe. Dann hattest du also nie eine kleine Schwester, die deine Sachen herumschnüffelt, das hast du etwas verpasst. Haha, ich glaube, ich kann es mir vorstellen. Dafür habe ich Rosalie. Ich bin sicher, du übertreibst. Kaum, sie will immer wissen, was los ist. Das macht sie mir zwar mit guter Absicht, aber das hält sie nicht davon ab, immer zu viele Fragen zu stellen. Oh, toll. Ja, okay. Nein, ja, okay. Ich muss ein bisschen runter, aber es war lustig. Wenn dich das stört, solltest du vielleicht mit ihr darüber reden. Nein, so meine ich das nicht, aber... Verstehe, ich habe keine solchen Freunde, aber meine Familie übernimmt diese Rolle sehr gern. Meine Schwestern sind echt nicht zu stoppen. Sie haben mir schon 1000 Fragen über dich gestellt. Woher wissen sie denn, dass es mich gibt? Was denn für Fragen? Oh, also ich habe meiner Familie einfach nur erzählt, dass ich eine neue Kollegin habe und ich... Und deine Familie... Hast deine Familie von mir erzählt?
Zuversichten, wirklich alles. Ja, ist das ein Problem? Das überrascht mich bloß. So gut kennen wir uns beide ja nicht. Wir erzählen uns alles, deshalb wissen sie genau, welche neuen Leute ich kennengelernt habe. Ich finde, das ist normal. Ja, also bei mir singt's gerade, aber das ist, juckt mich gerade nicht die Bohne, weil wie gesagt. Doch kann ich ja dann alles auch in der Nähe machen. Ah, sieht aus, als würdest du niemand, würde niemand mehr das Surf-Wettbewerb ansehen. Ich glaube, die meisten Leute kommen wegen der Party, die nach dem Wettbewerb stattfinden. Das wird ein Mist. Oh, sicher voll. Du siehst dich nicht besonders fürs Surfen? Nein, nicht wirklich. Aber so einen Abend mit Freunden wollte ich auf keinen Fall verpassen. Aber ich kenne dich ganz gut. Und ich weiß, obwohl du nach außen hin schüchtern wirst, steckt in dir ein echter Partymöwe. Ich meine, beim letzten Mal in meinem Zimmer gemerkt zu haben, dass du eine Party zu schätzen weißt. Du hast mich durchschaut. Bei der nächsten Party halte ich mich zurück. Du wirst sehen. Das werden wir ja heute Abend sehen. Heute Abend findet eine Party statt und noch dazu am Strand und niemand sagt mir Bescheid. Das ist echt ein Skandal. Pia und Kastil? So, Pia, jetzt hast du, was du wolltest. Ich brauche etwas zu trinken. Wir sehen uns später. Kastil ging direkt auf die Bar zu. Was ist denn mit dem los? Was du wolltest? Was hast du denn jetzt wieder gemacht, Pia? Ich habe ihn gezwungen, mit mir an den Strand zu kommen. Der Herr geht lieber nicht mehr aus dem Haus, weil er Angst hat, vor seinen Horden Fans verfolgt zu werden. Und ich habe ihn daran erinnert, dass er nicht David Bowie ist. Das muss dein Ego verletzt haben. Oh, wie ich Kastil kenne, dürfte ihm das nicht gefallen haben. Allerdings, damit ziehe ich ihn so gerne mit so etwas auf. Schade. Entschuldigt, ich habe euch gar nicht vorgestellt. Jonas ist Pia, eine alte Schulfreundin. Wir kennen uns schon. Sie war im Café, als du dort zum Probe gearbeitet hast, wenn ich mich nicht irre. Ach ja, das stimmt. Wie konntest du diesen Moment nur vergessen? Mach dich nicht lustig. Ohne sie hätte ich diesen Job sicher nicht bekommen. Ich würde den Tag nur zu gern vergessen. Du übertreibst. Ups. Es gibt ein einmal was über Jons Oberkörper. Aber morgen. Morgen und Alexi fasten ihn jeweils an einen Arm und schleiften ihn ins Wasser. Hey, nein, bringt mich zurück. Ihr redet zu viel und feiert nicht genug. Als nächstes bist du dran, Lucy. Er ging lachend weg. Gut, ich hab nicht vor, auch im kalten Wasser zu enden. Wir sollten uns lieber aus dem Staub machen. Das glaube ich auch. Sollen wir zu Kastil und Rosa in der Bar gehen oder hast du Lust, noch ein bisschen am Strand spazieren zu gehen, bevor die Party anfängt? Ist Rosa wieder zurück? Ja, ich habe sie eben getroffen. Offenbar hat Lay ein Haus hier in der Nähe gekauft. Sie wirkte überglücklich. Oh, was ist dir lieber? Ich habe Lust, noch etwas zu trinken. Lass uns hingehen. Wir gehen erst eine Runde spazieren und treffen sie danach. Ja, wir gehen dann mal direkt hin, dann mal los. Und ja, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.